Ich kann mir vorstellen, dass du jemanden in deinem Umfeld hast, der sehr, sehr attraktiv auf Frauen wirkt. Dass du dir Filme anschaust, wo die Charaktere sehr Alpha sind, wo die Charaktere sehr, sehr viele weibliche Darstellerinnen haben, die ihn toll finden, die ihn attraktiv finden. Und dann versuchst du diese Dinge, die diese Menschen tun, auch irgendwie anzuwenden. Du guckst dir diese Videos an, du hörst dir Podcasts an, du liest eventuell Bücher darüber. Doch trotz allem funktioniert es nicht. Trotz allem hast du das Gefühl, ah, irgendwie bekomme ich das nicht hin mit den Frauen. Irgendwie ist es anstrengend und es funktioniert nicht. Ich bin zu verkopft, ich mache mir zu viele Gedanken oder Frauen springen nicht wirklich auf meine Kommunikation an. Sie halten mich immer wieder auf Distanz. Genau darüber werden wir heute reden. Denn dieses Problem haben viele, viele Männer. Nur die meisten sind sich dessen nicht bewusst, weil sie ein viel zu fettes Ego haben, um sich einzugestehen, dass sie etwas ändern müssen. Und dafür, für die Leute, die was ändern wollen, die Leute, die wirklich besser werden wollen, für die ist dieses Video. Denn heute werde ich dir zwei sehr, sehr fundamental attraktive Eigenschaften von Männern geben, die du so wahrscheinlich nicht in einem anderen Video gehört hast. Deswegen, Gentlemen, schau dir das gesamte Video an und zieh den Mehrwert raus. Mein Name ist Matt. Ich helfe vielbeschäftigten Männern, die richtige Frau zu finden, sie zu behalten und letztendlich seine eigene Zeit nie wieder mit Unsicherheiten oder mit der falschen Partnerin zu verschwenden. Heute mit zwei Dingen, die jeden Mann attraktiv machen können. Gib dem Video einen Daumen nach oben und da findest du den Abonnier-Button. Klick da drauf, dann auf die Glocke. Es kommt dreimal die Woche Content hier auf diesem Kanal. Freu dich drauf. Wenn du ein Mann bist, der sein volles Potenzial erreichen will, dann ist dieser Kanal genau richtig für dich. Viel Spaß. Ich will erstmal mit einer kleinen Sache anfangen, die dir eventuell aufgefallen ist. Denn wenn du dir diese Videos anschaust, nicht nur von mir, sondern generell von Trainern, Beratern, Coaches, wenn du dir diese Videos anschaust, wie du besser wirst im Umgang mit anderen Menschen, wird oftmals darüber erzählt, was Alpha ist, was Führungsqualitäten sind. Und das sind ja alles schöne Dinge. Es wird auch erklärt, dass es gewisse Archetypen von Menschen gibt und dass du je nach Archetyp dich speziell verhalten musst. Und ich will das nicht wirklich schlecht reden. Es hilft dir bis zu einem gewissen Grad, doch das Problem ist, ein kleines Beispiel. Angenommen, dir wird gesagt, okay, du hast Frau A, Frau B, Frau C. Bei Frau A solltest du ein bisschen zurückhaltender, ein bisschen schüchterner sein. Bei Frau B solltest du ein bisschen mehr aus dir rauskommen. Bei Frau C ist es so, dass du frecher sein sollst, dass du dominant sein sollst, dass sie das attraktiv findet. Und das sind Archetypen, okay? Das sind Typen von Menschen, wo du jetzt eine gewisse Strategie hast, einen gewissen Plan hast, wie du fortfahren kannst mit ihr. Das große Problem ist, diese Strategien, die helfen dir eventuell vielleicht zu 10, vielleicht zu 20%. Und das sind in Wahrheit eigentlich nur Spielzeuge, sagen wir mal ehrlich. Weil diese Spielzeuge, die helfen dir bis zu einem gewissen Grad, aber darüber hinaus helfen die dir nicht mehr. Deswegen bin ich kein Freund davon, dir einfach solche Dinge an die Hand zu geben, sondern dir einfach mal zu sagen, weißt du was, wie wäre es, wenn du einfach kontextabhängig denken könntest, wenn du ganz genau weißt, okay, Situation sieht folgendermaßen aus und dass du in Echtzeit das verstehst, das nachvollziehen kannst, wie die andere Person ist, wie die Frau agiert, warum sie gewisse Dinge sagt. Das ist doch viel, viel angenehmer, wenn das instinktiv kommt, anstatt irgendwelche Archetypen zu haben, weil das ist Level 1. Wenn du dir beispielsweise Videos anschaust darüber, drei Dinge, die du sagen kannst, damit eine Frau dich attraktiv findet, damit du mit einer Frau in die Konversation kommst. Das sind Dinge, die dir helfen können am Start, ganz, ganz, ganz weit am Anfang. Doch wenn du dich immer und immer wieder nur auf diese Dinge verlässt, hast du ein ganz, ganz großes Problem, weil damit sagst du bzw. dein Ego nichts anderes aus als, okay, ich komme mit dieser Situation nicht klar, diese Situation ist mir zu viel, ich brauche solche Spielzeuge. So. Und jetzt will ich von dem Thema auf ein anderes Thema springen, damit das große Ganze für dich noch klarer wird. Deswegen hör zu. Wenn du verkopft bist, wenn du das Gefühl hast, boah, die Konversation, das ist zu anstrengend, ich weiß nicht, worüber ich reden soll, ich weiß nicht, was ich hier machen soll, ich überdenke das Ganze. Was ist der Nutzen vom Überdenken?
Du überdenkst Dinge nur, wenn du, und jetzt wird es wichtig, wenn die Grundthese, also der Grund, weswegen du überdenkst, ist nichts anderes als, ich bin nicht gut genug, so wie ich bin, deswegen muss ich irgendeine Fassade haben, deswegen muss ich diese ganz, ganz komischen Spielzeuge haben, deswegen muss ich diese Werkzeuge haben, die mir eigentlich nicht wirklich was bringen, und deswegen brauche ich das. Ergo, ich bin nicht gut genug. Wenn wir von dieser Grundthese ausgehen, weil das ist ja das Resultat davon. Weil ansonsten würdest du da einfach hingehen und ein Hallo reicht bereits. Oder etwa nicht. Du gehst von dieser These aus. Das heißt, alles, was du aufbaust, basiert auf dieser These. Wenn du dann weitermachst mit diesem Glaubenssatz, wird die Frau das irgendwann merken. Und die Frau ist dann an einem Punkt so, wow, ich dachte, du wärst deutlich cooler. Ich dachte, du wärst viel, viel angenehmer. Aber in Wahrheit bist du ganz genauso wie alle anderen. Also nimmst Dinge viel zu persönlich. Und damit kommen wir jetzt zu der Kernaussage. Wenn du erfolgreich mit Frauen werden willst, dann darfst du gar nichts mehr, also wirklich überhaupt nichts mehr persönlich nehmen. Weil wenn du Dinge persönlich nimmst, was sagt das über dich aus? Das heißt, dass du super viele freie Flächen hast, die man besetzen kann, die man angreifen kann. Deine mentale Kapazität ist nicht voll mit den Dingen, dein Gehirn ist nicht voll mit Dingen, mit Ideen, mit Wünschen, Träumen, die du hast, die du umsetzen kannst, sondern dein Kopf ist voll mit, oh, was denkt die andere Person über mich, warum passiert mir das, Opferrolle, mimimi. Ich meine, ganz ehrlich, wann, wie oder wie oft fragst du dich, warum passiert mir das? Warum bin ich diese Person? Warum funktioniert das nicht? Wie oft? Anstatt mal wirklich das Ganze in deine eigene Hand zu nehmen und mal umzusetzen. Wie oft beschwerst du dich? Ganz ehrlich, heute, gestern, gedanklich, wie oft hast du dich beschwert? Hast du es vielleicht ausgesprochen? Wie locker bist du mit dem Menschen? Überdenkst du noch? Bist du noch so, oh nee, das hier und da und nö. Guckst dir diese Videos an, eins nach dem anderen und überlegst, ah, okay, was kann ich jetzt hier rausziehen, was kann ich jetzt hier rausziehen? Mein Freund, viele Köche verderben den Brei. Wenn du hier einen Tipp nimmst, dort einen Tipp nimmst und dann 50 Meter weiter entfernt nochmal einen Tipp nimmst, das Einzige, was daraus wird, ist eine Suppe, die sehr, sehr unklar ist und eine Suppe, die wahrscheinlich auch nicht schmeckt. So, du verstehst, worauf ich hinaus will. Denn der Punkt, der Hauptpunkt, den ich dir mitgeben will, ist, um besser mit Frauen zu werden. Klar, diese Werkzeuge helfen dir, um mal vielleicht ein paar Erfahrungen zu sammeln, überhaupt mal dahin zu gehen. Aber wie wäre es, wenn du das gesamte Thema einfach mal so durch hast? Und zwar nicht auf einem Fundament, was etwas instabil ist, sondern auf einem Fundament, was stabil ist, was robust ist. Du entscheidest. Wie viele Videos willst du dieser Art noch gucken? Wie viele Videos sollen es noch werden? Wie viel hast du bereits gemacht? Wie viel hast du umgesetzt? So, und wenn du dir jetzt anschaust, okay, was für Archetypen gibt es, und wie gesagt, das hat ja auch alles Sinn und Zweck. Das versuche ich gar nicht zu untermauern. Das hat alles Sinn und Zweck. Aber wie wäre es, rein von der Idee, wenn du einfach es hinbekommst, kontextabhängig mal deine Birne einzuschalten und selbst kritischer zu hinterfragen und dir bewusst zu werden, okay, die Welt ist nicht schwarz-weiß. Ergo, es gibt keine Schwarz-Weiß-Lösung. Es gibt nicht die eine Lösung. Es gibt nicht den einen Lösungsweg. Es muss individuell sein auf dich. Deswegen helfen dir diese Videos halt auch nicht wirklich, wirklich, weil sie dir nur bis zu einem gewissen Grad Rat geben können. Okay? Das heißt, Punkt Nummer 1, der dich sehr, sehr attraktiv macht bei Frauen ist, du darfst Dinge nicht persönlich nehmen. Und du hast die ganze Zeit darauf gewartet, dass ich dir diese eine Sache sage. Du darfst Dinge nicht persönlich nehmen. Du musst eine gewisse Leichtigkeit haben. Du musst abenteuerlich sein. Du musst leicht sein. Weil wenn du eine sehr, sehr spaßige Einstellung zum Leben hast, wenn du eine sehr, sehr einfache, spaßige, leichte Einstellung zu deinem Leben hast, zu den Dingen, die in deiner Umgebung passieren, wenn du sowas hast, was denkst du, wie die anderen Personen in deiner Umgebung reagieren? Du bist der Magnet, der alles anzieht. Du bist die Person, die so unfassbar viel Präsenz hat. Anstatt dir darüber Gedanken zu machen, okay, wer hat hier mehr Status, was muss ich jetzt hier sagen? Das willst du doch nicht. Wie wäre es, wenn du einfach eine Person bist, die
die Leute so anziehen kann, die ganz genau weiß, was ihr wert ist, wofür sie steht. Das ist doch viel, viel attraktiver, anstatt zu versuchen zu faken, dieser Mann zu sein. Seien wir mal ganz ehrlich. Und wenn du Dinge nicht zu ernst nimmst, dann nimmst du auch die Frau nicht zu ernst. Ergo, der Druck ist von der Frau weg, weil das große Problem ist, dass die meisten Männer in Konversationen mit Frauen viel zu viel Druck auf sie selber packen und somit auf die Frau. Ich als Frau, ich sage dir eine Sache, ich hätte auch keine Lust darauf. Es wäre viel zu anstrengend. Also stell vor, und dann kommt irgend so ein Barkeeper, dann kommt irgend so ein Typ, der immer wieder auf Partys geht, der nichts anderes in seinem Leben tut. Weißt du, ich kann mir vorstellen, dass du jemand bist, der viel mehr in seinem Leben machen will, der viel mehr erreichen will. Aber dann hast du irgend so einen Holzkopf, der nichts in seinem Leben hinbekommt, der absolut keine 5 Minuten über seine Zukunft nachdenkt. Und dieser Typ bekommt es mit den Frauen hin. Warum? Weil er nichts persönlich nimmt, weil ihm das alles egal ist. Und das Problem ist, du setzt da noch viel zu großen Wert drauf und du hast ein Ego darüber. Sagst du, oh, nein, mein Ego wird vielleicht angegriffen. Wie viel hast du gemacht? Wie sehr nimmst du es noch persönlich, eine Abweisung? Wie viel tust du wirklich? Wenn du jetzt sagst, ja, ich nehme nichts mehr persönlich, wie viel tust du? Wie oft setzt du dich aktiv in diese Situation, wo du herausgefordert wirst? Weil nur wenn du herausgefordert wirst, wirst du besser. Und das wirst du nicht, wenn du zu Hause rumsitzt und nur diese Videos anschaust. Das wirst du, indem du knallhart rausgehst und das tust. Okay? Das zu Punkt Nummer 1. Kommen wir zu Punkt Nummer 2. Denn eine Sache, die einen attraktiven Mann ausmacht, ist, dass er einfach sozial ist. Und ich glaube, das sollte jedem klar sein. Wenn du gut mit Menschen bist, bist du natürlich auch gut mit Frauen, weil Frauen sind nichts anderes als Menschen. Und Menschen, wenn du gut mit Menschen bist, bist du sehr, sehr wahrscheinlich auch gut mit Frauen. Wenn das nicht der Fall sein sollte, wenn du jetzt jemand bist und sagst, okay, ich bin eigentlich ziemlich gut mit Menschen, aber trotzdem nicht gut mit Frauen, wenn das nicht der Fall sein soll, dann ist an deiner Kommunikation noch ein Problem. Wenn du sagst, ey, ich will das lösen, ich will an meiner Kommunikation arbeiten und das verbessern, ich bin jemand, der hart arbeitet, guck unten in die Videobeschreibung, da ist der erste Link zum kostenlosen Erstgespräch, wo wir über deine Situation durchgehen. Trag dich ein und dann schauen wir. Aber nochmal, um zurück auf den Punkt zu kommen. Wenn du sozial bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass du auch gut mit Frauen werden kannst. Okay? So. Der Unterschied ist, dass viele Leute sozialen Druck nicht abhaben können. Es ist anstrengend, gegen die Masse zu gehen. Warum? Weil es erfordert, dass du selbst für dich nachdenkst. Weil es erfordert, dass du unkonventionelle Methoden benutzen musst, um an dein Ziel zu kommen. Was wäre jetzt ein Beispiel dafür? Angenommen, jeder, wirklich jeder in deiner Familie ist Veganer. Okay, drehen wir das Beispiel mal um. Jeder ist Veganer. Aber du bist der vollsten Überzeugung, dass eine omnivore Diät, also eine Diät, wo du auch Fleisch isst, dass das dich weiterbringt, deine Gesundheit fördert. Oder dass eventuell eine Ketogene oder Carnivore, falls du dich jetzt damit auskennst, das sind Diätformen, dass diese Dinge dich weiterbringen. Und dass diese Dinge eben einen sehr, sehr hohen tierischen Anteil haben. Wenn du die ganze Zeit gegen die Masse angehen musst, es tut weh, es ist anstrengend. Du willst das gar nicht, weil es erfordert so viel Gedankenkapazität. Was wäre, und jetzt einfach rein gedanklich, was wäre, wenn du aber nicht so viele Gedanken darüber verschwenden müsstest, dass du ganz klar einen Standpunkt hast und dass andere Leute diesen Standpunkt akzeptieren? Weil das Problem ist folgendes. Wenn du in soziale Situationen gehst, angenommen, du sprichst jetzt mit einer fremden Person, fragst du dich da, oh, was denkt die andere Person über mich? Was kann ich sagen, damit ich gut ankomme? Kommt da irgend so ein gewisser Druck? Weil wenn ja, dann kommst du in sozialen Situationen, beziehungsweise mit sozialem Druck. Ganz wichtig, mit sozialem Druck kommst du dann nicht wirklich aus. Weil dieser soziale Druck, versuch das nachzuvollziehen, das wird wichtig, dieser soziale Druck entscheidet, wie gut du bist. Weil wenn du dich von der Masse abheben kannst, und sagen wir mal ehrlich, die Masse, das ist echt, du hast keinen Bock auf den Status Quo. Der Status Quo, wenn das dein Ziel ist, dann hast du verloren. Dann hast du auf jeden Fall verloren. Weil Mittelmaß ist das neue Schlecht. Wenn du alles mittelmäßig haben willst, eine mittelmäßige Frau an deiner Seite haben willst, die dir nur nonstop auf die Nerven geht, ich weiß ja nicht, dann ist dieser Kanal wahrscheinlich nichts für dich. Wenn du aber jemand bist, der einfach mehr sieht, auch für sich selber, der einfach höhere Standards hat, dann ist das etwas für dich. Dann ist dieser Kanal etwas für dich. Dann ist das, was ich jetzt gerade sage, etwas für dich. Und wenn du dir bewusst werden willst, okay, um eine qualitativ hochwertige Frau anzuziehen, muss ich eben mit
Situationen, die Druck haben, auskommen. Ich habe beispielsweise Klienten, die Militär gewesen sind und die jetzt gerade auch Militär sind. Weißt du, was für eine unfassbare Work Ethic diese Menschen haben? Wie diszipliniert die sind, weil sie einen gewissen Prozess durchgegangen sind. Und um ehrlich zu sein, das sind einer meiner liebsten Klienten. Weil diese Klienten, das sind Macher, das sind Leute, die umsetzen, das sind Leute, die machen. Die hinterfragen nicht, die sind ganz klar, okay, ich bekomme die Aufgabe, ich mache diese Aufgabe. Anstatt, ja, ich weiß nicht, es funktioniert ja hier nicht, funktioniert dann da nicht. Ja, wie wäre es, wenn du dich dann Stück für Stück diesen Situationen, an diese Situation herantraust? Damit deine Persönlichkeit mal besser wird. Weil nur dadurch wird sie besser. Und damit bekommst du auch attraktive Eigenschaften, diese sogenannten Alpha-Eigenschaften. Und mein Freund, wenn du jetzt jemand bist, der all das, was ich gesagt habe, nicht hören will, dann schalt das Video aus. Dann ist das wirklich nichts mehr für dich. Weil die Worte, die ich jetzt gleich sagen werde, die sind für eine ganz, 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 ganz bestimmte Art von Mensch gedacht. Das ist für jemanden, der einfach mehr in seinem Leben sieht. Und wenn du das nicht tust, dann guck dir diesen Kanal nicht an. Wenn du aber jetzt mehr in deinem Leben siehst, dann frag dich mal, aus welchen Situationen du absichtlich rausgegangen bist, wo du dich nicht getraut hast. Frag dich, warum du das nicht gemacht hast. Du hast Dinge überdacht, ne? Du hattest eventuell Angst. Dachtest du, ich weiß nicht, ob ich mit dieser Situation klarkomme. Wie lange willst du solche Gedanken haben? Weil der Grundzustand von einem Menschen ist eigentlich nicht, dass er die ganze Zeit überdenkt. Ein Grundzustand von einem Menschen ist, dass er ziemlich, ziemlich stark im Moment ist. Dann hin und wieder vielleicht für 10-20% darüber nachdenkt, was er sagt, was er tut. Zum Beispiel jetzt gerade dieses Video. Während ich dieses Video aufnehme, ich denke nicht darüber nach. Ich wurde auf Instagram gefragt. Matt, also falls du meinen Instagram-Account noch nicht kennst, dann unten in der Videobeschreibung, folgt dem. Da kommt immer wieder sehr, sehr guter Content für dich. Und ich mache da oftmals Fragerunden. Deswegen folgt dem Account. Ich wurde gefragt, Matt, wie bekommst du es hin, 30 Minuten am Stück so ein Video aufzunehmen und darüber zu reden und darüber zu philosophieren? Wie geht das? Soll ich dir sagen, wie das geht? Ich denke nicht darüber nach. Es ist in mir, es ist ein Teil meiner Persönlichkeit geworden. Und wenn du so etwas haben willst, wenn du so eine Präsenz haben willst und die Person fesseln willst mit deinem Blick, mit deiner Stimme, mit der Art und Weise, wie du Dinge rüberbringst, wenn du so jemand sein willst, und das ernst meinst, jemand bist, der das auch machen kann, der auch Dinge umsetzen kann, dann lade ich dich herzlichst dazu ein, dass du unten in der Videobeschreibung den ersten Link klickst und dich einträgst zum kostenlosen Erstgespräch. Weil wenn du so eine Person bist, die mehr in seinem Leben sieht, der nicht mehr, ein Mann, der nicht mehr mit dem Status quo sich zufrieden geben will, der nicht mehr in die Friendzone kommen will, der einfach ganz knallhart diese Fähigkeit haben will, der das lernen will und dann ist das Thema gegessen, der nicht 50.000 Videos braucht, sondern mit seiner Zeit auch irgendwas anderes anfangen will. Wenn du so jemand bist, erster Link in der Videobeschreibung. Trag dich ein, komm zum kostenlosen Erstgespräch. Wir gehen über deine gesamte Situation, schauen, wo dein Problem ist, wie man dieses Problem angehen kann, weil mit sozialem Druck umzugehen, Dinge nicht mehr persönlich zu nehmen, das erfordert, dass an deiner Persönlichkeit sich ein bisschen was ändert. Seine Kommunikation zu verbessern, das erfordert, dass du alte Muster loslässt. Und wenn du einen ganz klaren Schritt-für-Schritt-Plan haben willst, wie das instinktiv wird, erster Link in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du dieses Video angeschaut hast. Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns das nächste Mal. Dein Matt.